In diesem Video soll es darum gehen, was Tetanus ist und wie man die Krankheit am besten vorbeugen kann. Das Tetanusbakterium, auf schlau Clostridium tetani, gilt als der Verursacher von Tetanus, auch Wundstarrkrampf genannt. Dabei gelangt das Bakterium in eine Wunde und produziert dort ein Gift, das sogenannte Tetanustoxin. Eigentlich produziert es zwei Gifte, aber nur eins sorgt für die bei Tetanus typischen Krämpfe. Im schlimmsten Fall sind die Atmung oder das Herz betroffen, was zum Tod führen kann. Die Krankheit ist nicht ansteckend. Clostridium tetani kommt quasi überall vor, vor allem im Darm von Pferden, aber auch bei anderen Tieren und dem Menschen. Folglich findet es sich im Kot. Es bildet eine inaktive Form, sogenannte Sporen, die über Jahre im Boden überdauern können. Lauert die Gefahr also überall und ein kleinster Kratzer könnte unseren Tod bedeuten? Sind wir nur geschützt, wenn wir uns alle 10 Jahre impfen lassen? Der Tetanuserreger ist ein anaerober Erreger. In der Anwesenheit von Sauerstoff ist er völlig harmlos. Nur bei Sauerstoffmangel vermehrt er sich und produziert sein Gift. Zum Glück kommt Sauerstoffmangel in einem gesunden Körper nicht vor. Die roten Blutkörperchen sorgen dafür, dass Sauerstoff in jede Zelle des Körpers transportiert wird. Denn ohne Sauerstoff würde die Zelle absterben. Der ganze Körper ist also gesättigt mit Sauerstoff und lässt Tetanus eigentlich keine Chance. Anders kann das manchmal bei alten Leuten aussehen. Wenn die Durchblutung in den Armen und Beinen sehr schlecht ist, weil zum Beispiel die Gefäße verkalkt oder durch eine Erkrankung wie Diabetes geschädigt sind. Nicht durchblutete Bereiche können auch bei sehr großen Verletzungen entstehen, wenn Gewebe abstirbt und vor allem, wenn die Wunde dann nicht richtig versorgt wird. Deshalb gab es viele Tetanusfälle bei Soldaten im Krieg. Was kann man also tun, um Tetanus vorzubeugen? Gut informiert, wie ihr alle seid, wisst ihr die politisch korrekte Antwort. Impfen! Also gut, die Impfung gegen Tetanus. Weil Tetanus durch das Gift des Bakteriums ausgelöst wird, setzt auch die Impfung dort an. Man nimmt also das Tetanusgift und entgiftet es. Das geschieht mittels Formaldehyd. Das Tetanusgift ist eine Eiweißverbindung. Deshalb kann es durch chemische Einflüsse oder Hitze verändert und damit inaktiviert werden. Ähnlich ist es bei Pflanzengiften. Zum Beispiel sind manche Pilze roh giftig, aber gekocht gut genießbar. Dieses entgiftete Tetanusgift also, auch Tetanustoxoid genannt, entlockt dem Körper leider aber nur ein müdes Lächeln. Keine jahrelang messbaren Antikörper. Von so ungefährlichen Substanzen lässt sich das Immunsystem nicht nennenswert zum Arbeiten motivieren. Also wendet man einen Trick an und gaukelt dem Körper vor, dass etwas wirklich Gefährliches eingedrungen ist. Der Trick heißt Aluminiumhydroxid. Aluminiumhydroxid ist eine chemische Verbindung, die im Körper Alarm auslöst. Man nennt das einen Wirkverstärker oder auch Adjuvanz. Aluminiumhydroxid und andere Aluminiumverbindungen sind die am häufigsten in Impfstoffen verwendeten Wirkverstärker. Im Fall der Tetanusimpfung wurde Aluminiumhydroxid an das Tetanustoxoid gekoppelt. Gelangt diese Kombination in den Körper, schlägt das Immunsystem zuverlässig los und der Körper bildet Antikörper gegen das Tetanustoxoid. Diese Antikörper lassen sich im Blut nachweisen. Man ist also geschützt, wenn tatsächlich einmal das Tetanusgift vorbeikommt. Oder? Ein Antikörpertiter ist ganz offiziell ein Ersatzparameter und beweist nicht zwingend einen Schutz. Es hat zum Beispiel auch Tetanusfälle mit hohen Antikörpertitern gegeben. Ein Schutz in Form von messbaren Antikörpern entsteht übrigens auch nicht nach durchgemachter Krankheit. Wie ist es nun mit dem Schutz durch die Impfung? Der muss ja irgendwie belegt sein, damit die Impfung auf den Markt kommen konnte. Als Impfstoffe gegen Tetanus in den 30er Jahren in den Handel kamen, mussten keine Studien erbracht werden, die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit der Impfung belegten. Als Nutzenbeleg zieht man heute Beobachtungen an Soldaten heran. Im Ersten Weltkrieg, wo nicht geimpft wurde, starben deutlich mehr an Tetanus als im Zweiten Weltkrieg, wo geimpft wurde. Andere Einflüsse, wie eine bessere Wundversorgung, der geringere Einsatz von Pferden und veränderte Kriegsführungsmethoden, lassen sich aber genauso gut als Erklärung für den Rückgang der Erkrankung heranziehen. Es gibt eine Studie aus Kolumbien, nach der die Babys von 2- oder 3-mal geimpften Müttern deutlich weniger Neugeborenen Tetanus entwickelten als die Babys ungeimpfter Mütter. Diese Studie von vor 50 Jahren wird als qualitativ mäßig eingestuft.
Was Besseres an Belegen findet man also nicht als eine qualitativ mäßige Studie von vor einem halben Jahrhundert. Was ist mit einem Nachweis, dass die Impfung den Geimpften tatsächlich vor der Erkrankung an Tetanus schützt? Den gibt es bis heute nicht. Und der interessiert auch nicht, da das Produkt sicher auf dem Markt verankert ist. Schützt die Impfung also? Man kann es glauben. Wissen tun wir es nicht. Was kann man nun tun, um sich tatsächlich vor Tetanus zu schützen? Am besten, man erhält sich bis ins hohe Alter gesund, mit guter Durchblutung und Wundheilung. Man sollte die Nabelschnur beim Baby auch möglichst nicht ganz kurz und mit einer schmutzigen Schere abschneiden. Auf die kurz abgeschnittene Nabelschnur gehört auch kein Kudung, wie es traditionell in einigen Kulturen üblich ist. Man sollte sich auch nicht im Krieg verwunden lassen, vor allem wenn keine gescheiten Ärzte in der Nähe sind. Wunden sollten gesäubert und so versorgt werden, dass Dreck und Ausscheidungen darin nicht vor sich hingammeln können. Abgestorbenes Gewebe sollte chirurgisch entfernt werden. Aber das ist für das übliche, aufgeschlagene Knie und diverse Kratzer sowieso nicht relevant. Und vor allem darf man ganz entspannt bleiben. In Deutschland leben ca. 82 Millionen Menschen. Eine Tetanuserkrankung trifft pro Jahr im Schnitt ungefähr 12 von ihnen. Die Betroffenen sind quasi alle über 50 Jahre alt. Für ein bis zwei dieser Menschen hat die Krankheit einen tödlichen Ausgang. Immerhin überleben mit moderner Intensivtherapie 80-90% der Erkrankten. Dagegen ist die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, fast 10-mal höher. Ungefähr 100 Blitzschlagopfer gibt es im Jahr. 5-10 sterben daran. Und im Vergleich die Wahrscheinlichkeit, bei einem Verkehrsunfall zu verunglücken? Hier die Zahlen aus dem Jahr 2016. 399.872 Menschen verunglückten, 3.206 davon starben. Nun kann man natürlich argumentieren, dass die niedrigen Zahlen bei Tetanus der Verdienst der Impfung sind, die bei alten Leuten oft eine Weile nicht mehr aufgefrischt wurde. Aber wenn man sieht, dass die Krankheit schon vor den großen Durchimpfungskampagnen im Abnehmen begriffen war und die Impfung keinen sichtbaren Einfluss auf diesen Verlauf hatte, dann sind es vielleicht doch der Wohlstand und die besseren Lebensbedingungen, die Tetanus quasi ausgerottet haben. Und das ist doch eigentlich einfach super.